Guten Tag, ich möchte mich Ihnen als Kommunikationshelfer vorstellen. Was ist das denn? Nun, ich habe 10 Jahre lang bei Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Ich habe über 10 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Schließlich habe ich 20 Jahre lang eine Agentur für Öffentlichkeitsarbeit geleitet. Insofern kenne ich mich mit den Medien aus, von Zeitungen bis zum Fernsehen, vom Hörfunk bis zum Internet, also dann den sozialen Medien. Nun haben wir durch die Epidemie gelernt, dass sich alle Kontakte verändert haben. Die kulturellen Kontakte, die geschäftlichen Kontakte, die sozialen Kontakte sind teilweise in die Medien ausgewandert und vor allen Dingen die persönlichen Kontakte sind viel seltener geworden. In dieser Situation muss man auf sich aufmerksam machen. In dieser Situation muss man seine Schüler, Kunden, Partner, alle die, mit denen man zusammen etwas machen will, man muss sie ansprechen. Nicht nur einmal, sondern nach einem eigenen Plan und auf verschiedenen Kanälen. Instagram, Facebook, YouTube, nebenan.de, E-Mails, Ihre eigene Webseite. Gern helfe ich Ihnen, die Beziehungen zu Ihren Kontakten aufzufrischen, indem Sie Gesicht zeigen. Zum Beispiel mit kleinen Videos, in denen Sie zeigen, was Sie gerade machen, in denen Sie zeigen, was es Neues gibt, worauf man sich freuen kann. Wenn es um komplexe Themen geht, sind Podcasts eine gute Wahl. Und zwischendurch reicht auch mal ein einfaches Foto. Und wenn ich Sie eine Zeit lang begleiten darf, erhalten Sie ein Gespür für erfolgreiche Kommunikation. Die können Sie dann auch selbst aktiv betreiben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich anrufen, wenn Sie mir eine Mail schicken. Ich melde mich dann bei Ihnen.